Er flieht vor den Erinnern. Was ist das für ein Mensch, der aus der Gesellschaft anscheinend heraustritt oder ausgeschlossen ist? Und was sind die Erinnern überhaupt? Da bin ich gestoßen auf Menschen, denen man normalerweise nicht in die Augen schaut. Auf Menschen, die normalerweise niemanden mehr in die Augen schauen. Und da bin ich auf Obdachlose gekommen. Und dann habe ich einen Mann auf der Straße gesehen, der anscheinend einen leeren Blick hatte, irgendwo in die Ferne. Und ich habe mich gefragt, was sieht der? Und plötzlich war mir die Welt des Orest klar. Die Geschichten werden immer wieder und immer wieder in diesem Kopf zerpflückt und neu aufgearbeitet. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist es. Die Erinnerungen sind das, was er projiziert in andere Menschen. I want my brother to fulfill what he needs to fulfill. I desperately need it to happen for me to feel a sense of freedom. I'm totally focused on this revenge that needs to be carried out. Unsere Inszenierung spielt in einem Bahnhof. Dieser Bahnhof war für mich plötzlich ganz logisch. Und zwar ein Ort, an dem man sich normalerweise nicht aufhält, nicht lange aufhält. Ich nenne das jetzt mal einen Unort. Ja? Ein Ort, an dem man normalerweise hingeht, um woanders hinzufahren oder ankommt, um weiterzufahren. Also ein Ort, an dem man nicht stehen bleibt, nicht lange verharrt. Und für mich war es spannend dann zu sagen, okay, ich habe hier Passanten, ich habe Menschen, die offensichtlich an diesem Bahnhof verharren viel länger, als man es üblicherweise tut, als hätten sie einen Anschlussflug verpasst. Und was entsteht daraus? Mit noch dazu einem Orest, der seinen Wahnsinn nach außen projiziert. Und dann gehen diese Figuren weiter, ja, in dieser Musik. Lass dich von der Musik ein bisschen leiten, ja, je nachdem, wo die Musik, oder, ja, lass dich da ein bisschen durchleiten. It's a wonderful role to dive into.